Herzlich willkommen am Lagerfeuer der Heldinnen und Helden. Ich bin Katrin Stahl und ich bin Coach für sinnerfülltes Leben und Lebendigkeit. Und heute soll es um echte Gefühle gehen und darum, dass wir vor unseren Gefühlen keine Angst haben müssen und was passiert, wenn wir sie nicht leben, beziehungsweise welches Geschenk auf uns wartet, wenn wir sie uns erlauben zu spüren. Es ist schön, dass du da bist. Ich möchte damit starten, dir zu erzählen, was in einem pferdegestützten Coaching passiert ist und was auch immer, immer wieder passiert, wenn Menschen zu uns kommen, zu den Pferden und mir. Natürlich kommen die Menschen mit ganz bestimmten Themen. Und wenn wir dann anfangen zu arbeiten, wird ganz schnell klar, in den allermeisten Fällen, dass unter dem Thema, was sich in den Vordergrund gespielt hatte, etwas ganz anderes liegt. Nämlich Gefühle, die schon so lange unterdrückt wurden und die auf keinen Fall gespürt werden durften. Was passiert denn in dir? Hast du sofort eine Idee, vielleicht sogar, wenn ich dich jetzt frage, welche Gefühle unterdrückst du? Welche dürfen nicht sein? Welche spürst du vielleicht tatsächlich nicht? Sagst du vielleicht, ich habe kein Problem mit Wut, weil du nämlich nie wütend bist? Dann frage ich dich, heißt das wirklich, kein Problem zu haben mit der Wut, wenn du niemals Wut spürst? Oder vielleicht sehnt sich ein Teil in dir auch danach, endlich mal traurig sein zu dürfen. Und es hat einen Grund, wenn wir Gefühle nicht spüren können oder unterdrücken. Und dieser Grund liegt in unserer Gesellschaft und der liegt auch in unserer Kindheit. Und da lohnt es sich unbedingt hinzugehen. Denn ich wollte ja heute darüber berichten, erzählen, dich dazu einladen, verführen sogar, zu spielen mit deinen Emotionen und keine Angst davor zu haben. Und das Bild, das du dir machen kannst von Emotionen, ist tatsächlich, dass die in Wellen kommen. Emotionen, Gefühle sind Energie. Und die bleibt nicht lange in deinem Körper. Die kommt in Wellen und die geht auch wieder. Und wenn wir sie gesund fließen lassen. Und manchmal ist es super hilfreich, wenn wir uns jemanden an die Seite holen, der oder die Erfahrung damit hat, damit wir erst einmal lernen, wie denn ein gesunder Umgang mit Emotionen, Gefühlen eigentlich sein kann, damit wir das erfahren. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich weinen darf, mich aber nicht darin verlieren muss? Wenn ich die Energie der Wut spüren darf, mich aber nicht darin verlieren muss. Und ich merke, während ich darüber spreche, dass in mir so eine ganz tiefe Stille entsteht. Vielleicht merkst du das auch an der Art, wie ich heute spreche, weil ja, weil es immer bei den, wenn wir bei den Pferden sind, das sind so absolut magische Momente, wenn alles sein darf, wie die Pferde dann kommen. Ganz häufig kommen die dann und stellen sich zu den Menschen und geben diesen Raum, damit es sein darf. Und wenn wir authentisch sind in dem, was wir fühlen, dann wird auch die Verbindung und die Nähe authentisch. Und auch da möchte ich heute hin, nämlich in unsere
Sehnsucht nach Nähe zu anderen Menschen und vielleicht auch zu uns selbst? Und warum ist das denn so? Warum kann häufig Nähe nicht wirklich entstehen? Weil wir oder der andere, die andere vielleicht gerade damit beschäftigt ist, das ganze System damit beschäftigt ist, etwas zu unterdrücken. Und dann wird es hart. Dann ist auch das Nervensystem nicht entspannt. Dann gehen wir, obwohl wir es womöglich gar nicht merken, in eine Abwehrhaltung oder in eine Fluchthaltung. Dann denkt unser System, weil wir innerlich so sehr mit Kampf beschäftigt sind, es muss sich darauf einstellen. Und wie soll denn dann, wenn wir gerade dabei sind, innerlich zu flüchten oder uns zu verstecken, wie soll denn dann echte Nähe entstehen und wie soll dann innere Ruhe entstehen? Wie sollen wir womöglich uns mit unserer inneren Führung oder Intuition verbinden können, wenn wir so sehr damit beschäftigt sind, uns nicht spüren zu wollen? Und nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns dafür verurteilen, dass wir uns nicht erlauben zu spüren. Das kann ja oder das ist ein Schutzmechanismus. Aber für ein wirklich freies Leben und für innere Freiheit, innere Ruhe und inneren Frieden ist es so wichtig, so, so, wirklich so wichtig, dass wir uns das erlauben. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe bis vor vielen Jahren, habe ich immer, wenn ich gefragt wurde, wie geht's dir denn, die Antwort gegeben, super, das ist alles super. Ich habe gar nicht gespürt, dass nicht alles super war. Ich musste ja funktionieren. Es ist aber nicht gesund. Und irgendwann werden wir krank. Oder wir werden innerlich so ganz unruhig oder wir können nicht mehr schlafen. Das sind die Dinge, die passieren, wenn wir unsere Emotionen unterdrücken. Und was passiert, wenn du dich spürst, wenn du es dir erlaubst, wenn du dir Tiefseetauchen erlaubst? Ja, dann kommt diese innere Freiheit und dann kommt so eine ganz tiefe, echte Freude und diese Stille. Wie wäre es also, wenn du jetzt, wenn du dir dieses Video angesehen hast, wenn du diesen Podcast gehört hast, dir ein bisschen Zeit schenkst? Oder du machst es später, aber mach's wirklich. Nimm dir Zeit, nimm dir Raum an einem Ort, an dem du nicht gestört werden kannst. Und frage dich, kannst dir die Hand aufs Herz legen und frag dich mal, wo in meinem Körper ist es hart? Wo in meinem Körper ist die Spannung? Und dann geh da mal hin und spür mal, welche Emotion sitzt da womöglich? Oder frage dich, was möchte ich auf keinen Fall sehen, was möchte ich auf keinen Fall fühlen. Wenn du dir dafür Begleitung wünschst, für diesen tiefen Prozess, dann bin ich, weißt du ja, auf Zoom für dich da, überall auf der Welt oder in Hamburg und Heidelberg auch in Live und in Hamburg auch mit den Pferden. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du dir diesen inneren Prozess, diese innere Begegnung schenkst. Und vielleicht auch mal ein paar Tage lang, nicht nur ein paar Stunden. Ja, und jetzt lasse ich dich mit deinen wunderschönen Emotionen und denk daran, es sind Wellen. Und es sind Wellen, die gespürt werden wollen, und es sind Wellen, die Spannung in deinem Körper lösen dürfen.
Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Alles Liebe, deine Katrin.